Hallo und herzlich willkommen zurück zum Autobahnpolizeisimulator. Wir befinden uns auf unserer Wache und ich sage erstmal willkommen zur heutigen Schicht. Ihre Schicht beginnt, Ihre Aufgabe lautet heute Fahrzeuge untersuchen, 3 Stück und Unfälle bearbeiten, 2 Stück. Unser Einsatzfahrzeug ist wie immer, ich habe ein Käffchen getrunken, wir haben jetzt eine Nachtschicht, ziemlich dunkel hier. Schaut aber eigentlich ganz nice aus hier mit der Beleuchtung. Das hat schon mal was. So. Steigen wir ein. Und dann geht es los. So, wir machen natürlich Licht an. Dann geht es schon los. Und dann warten wir, dass wir gleichen Funkspruch reinkriegen. Für unsere Aufgabe. So, wir blinken. Zentrale so. Capella Sumpf. Sie zur Zentrale. Das können wir eigentlich mal mustern, oder? Kriegen wir jetzt was rein? Ihr seht schon oben, ich habe Fahrzeuge untersuchen. Na, steht da 1 von 3, Unfälle bearbeiten 1 von 2. Das Ding ist, mir ist das Spiel aus irgendeinem Grund abgestürzt. Ich habe keine Zentrale Ahnung warum. Norbert Mohr, 01. Fahren Sie zur Wache Mohr. Komisch, aber naja. So, wir sollten mal jetzt anfangen zu. Zu mustern. So. So. Dann machen wir mal Aktion. Winken wir den einfach mal raus, nutzen allgemein Verkehrskontrolle. Die Bullis sind ja immer sehr beliebt auf den Autobahnen. So. Machen wir mal unser Blaulicht an. Und natürlich unser Warnblinker. Oder unseren Warnblinker. So. Drücken F8 und F9. Steigen gemütlich aus. Und gehen erstmal dahin. Guten Tag. Wissen Sie, wieso ich Sie aus dem Verkehr gezogen habe? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wegen einer Kontrolle. So, Dokument und Führerschein und was auch immer. Alles immer her. Wir kontrollieren das Ganze. Wir sind ein Autobahnpolizist. So. Okay. Das ist das gleiche Prinzip, was wir bereits kennen. Okay, liegt nichts vor. Fahrzeugfunk. Kein Eintrag. Okay. Dann frage ich mal nach Alkohol. Okay. Ein Glas Weinchen. Ein Glas. Den sollten wir lieber nachgehen. Dann machen wir mal einen Alkoholtest. Ja, 0,0. Das habe ich mir auch gedacht. So, Verbandskasten. Auch immer eine übliche Frage. Sehr gut, danke. Ausweis schauen wir uns auch mal eben an. Scherer, Tobias, okay. So, Warndreieck, Drogen glaube ich nicht. Okay. Gut, ich denke, verbotene Gegenstände brauchen wir eigentlich auch nicht fragen. Machen wir aber. Ja. Wir schauen uns jetzt das Auto genauer an. Das kennen wir auch bereits. Und ich dachte, wir könnten mal noch so ein paar Unfälle bearbeiten. Hier müssen wir erstmal einen reinbekommen. So. So. Kennzeichen ist wann? TÜV auch. Ihr seht, ich mache das jetzt mal ganz flugs hier. Das kennt ihr ja bereits schon. Immer das
selber vorgehen. So. Und der ist verwendbar bis 8.2016. Ja. Das sieht doch gut aus. So. Klappe zu auf der Tod. Wir holen unsere Waage raus. Aber da eigentlich sehe ich da eigentlich keinen Grund. Aber damit wir auch die vollen Punkte bekommen, tun wir das. So. Achsengewicht. Wir bolstern auch immer gegen die Fahrzeuge, ne? Das ist Standard. Nein. So. Möchte er nicht wiegen? Hallo? Ah, jetzt. Komisch. Was war das? Und inkorrekt. Oh, das ist nicht so toll. Das heißt, wir müssen ihn ein Bußgeld ausstellen. Das machen wir ganz schnell. Das machen wir. Und verwarnen ihn. So. Und das Auto ist weg. Wir tun die Waage wieder in unser Auto. Oder der Bulli war weg. Oder ist weg. Wir steigen wieder in unser Polizeiauto. Machen das Blaulicht wieder aus. Aktion. Nein. Licht. Nein. Licht. Warnblinker aus. Und dann geht's los. Wir setzen unseren Blinker. Gucken mal eben nach hinten. Sieht ganz in Ordnung aus. Und dann schauen wir mal. Zentrale an Adlermoor. Ah, jetzt haben wir nicht. Okay. Nee, das, so sollte das nicht sein. So, Blaulicht, Martinshorn und dann geht's los. Ja, und das ist auch mal so eine Sache. Okay. Wir haben übrigens auch eine Hupe. Hört sich auch interessant an. Wir fahren mal einfach dorthin. Genau. Stichwort. Ja, was für ein Stichwort. Zentrale am Norbert Moor 01. Melden Sie sich. Jetzt habe ich es vergessen, Mensch. Jetzt habe ich es vergessen. Das kann doch nicht sein. Ah, egal. Dann, müssen wir über was anderes sprechen. Über den Unfall wahrscheinlich. Oh, das sieht nicht gut aus. Warum ist da keine Feuerwehr? Ist sie noch nicht da? Da müssen wir uns beeilen. Martinshorn, mach mal wieder aus. Gucken, ob wir das, ob mir das Wort schon oder noch wieder einfällt. Wir bauen mal von da. So, danke, danke. Wir müssen ganz so. Gucken, ob wir das schaffen. So, müssen nach links. Zentrale an Norbert Moor 02, melden Sie sich. Und dann geht's wieder auf die Autobahn. Und meiner Meinung nach hat sich das Spiel schon deutlich verbessert, so von der Physiklängen und so, ist da schon so ein bisschen besser geworden.
Irgendwie habe ich das Gefühl. Müssen wir, ihr merkt, ich muss mich schon kurz so drehen, dass ich nicht in den Autos hier reindüse, ne? Wir müssen ja vorbildlich sein. Wir sind ja hier die Autobahnpolizei. So, Platz da. Perfekt. Wir haben es eilig. Danke. Wahrscheinlich zieht er jetzt rüber. Ne, zieht er nicht. Und er zieht natürlich rüber. So. Funktion. Warnblinker. Aussteigen. So, müssen wir das Ganze hier absperren? Wahrscheinlich nicht. Deswegen nehmen wir die Sachen hier zur Seite. Haben wir hier wieder so einen Schlaf. So einen Sekundenschlaffahrer erwischt. Wollen wir mal gucken. Guten Tag. Erzählen Sie uns mal was? Ja. Wir wollen erstmal die Dokumente schnell kontrollieren. So, vielen Dank. Personalausweis schauen wir uns mal an. Das ist der Jonas Koch. So, schauen wir uns die Dokumente auch noch an. Und das passt sehr gut. So, dann der Unfallhergang bitte einmal. Ja, Sekundenschlaf, Standard. Okay, herzlichen Glückwunsch. Kennen wir bereits aus der... da war... Ja, aus der vorherigen Folge, genau. Hatten wir auch so eine. So eine, ich glaube, das war eine Frau. Und... Jo. Dann nochmal alles Gute. Ich denke, das reicht. Und dann werden wir den Unfallort wieder verlassen. Er kann sich einen Abschleppdienst rufen. So ist das hier, ne? Das, oder... Jo, das sieht gut aus. Und dann fehlt uns nur noch... Müssen wir noch ein Fahrzeug untersuchen. Wir machen unser Blaulicht, unser Warn... Nein. Ah, was ist denn? Es gab einen Unfall. Sachschaden auf der A32 in Richtung A28. Nehmen Sie den Sachschaden auf und sorgen Sie für Sicherheit. Nee, haben wir jetzt keine Zeit zu. Weil ich sehe, wir haben nämlich schon Unfälle bearbeitet. 2 von 2. Deswegen erstmal Warnblinker aus. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir mustern nochmal ein. So. Mal gucken. Wollen wir doch mal schauen. Oh, der telefoniert. Das ist nicht gut. Deswegen, dann ziehen wir den gleich mal aus dem Verkehr. Und sieht doch schon ganz nett aus. Machen wir Warnblinklicht an. Warnblink. Ach, Leute. Blaulicht natürlich. So. Licht, Warnblinker. So. Steigen wir mal gemütlich aus. Mal Tür zu, sonst wird uns hier nur abgefahren. Oh, getuntes Auto hier. Meine Jüde. Guten Tag. Kein blassen Schimmer. Ja, ja. Komm. Lüg mir weiter. Delikte. So. Mobiltelefon. Ja, jetzt müssen wir eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. So. Der scheint ja eigentlich recht kooperativ zu sein. Machen wir mal einen Personenfunk. Michael Meyer. Ja, nichts liegt ja vor. Bei dem getunten Auto. Liegt auch nichts vor. Okay. Dann fragen wir nach dem Warndreieck. Okay. Hat er einen Kofferraum? Mal gucken, ob das stimmt. Schauen wir gleich nach. Da vertraue ich ihn auch eigentlich immer. Der scheint recht kooperativ zu sein. Wie gesagt. Ausweis müssen wir uns auch noch anschauen. Ja, das passt überein. So. Dann noch nach verbotenen Gegenständen fragen. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich, Herr Meier. Genau, Herr Meier war das. Oh, 0,8. Oh.
Das sieht aber nicht gut aus. Herr Meier. Ah, das sieht auch nicht gut aus. Und schauen wir mal kurz erst mal hier das Warndreieck an. Da verwendbar. So. In Ordnung. Ein Teddy hier, ein Ordner. Scheint auch nicht zu sein. Und das ist auch in Ordnung. Go, verlassen wir das. Wir mussten noch hier das Licht. Nein. Nein, immer noch nicht. So, jetzt Blinker geht rück. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ja. Das sieht doch schon mal. Nochmal Achsen wiegen. Gehört dazu. Das machen wir. Ganz schnell. Ihr kennt das ja auch mittlerweile schon, ne? So, das ist eine Wiederholung, kann man sagen, ne? Mit den Aufgaben, die wir bis jetzt kennen. Gemischt. Und nur halt mal eine Nachtschicht. Auch das finde ich relativ cool, meine Nachtschicht, muss ich sagen. Ist was anderes. Inkorrekt, ja. Da kann er erstmal. Das ist nicht gut. Also Bußgeld. Ja. Reifung. Jo. 425. Hoi, 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 hoi. Gut, das sieht gut aus. Wir haben unsere Schichtaufgabe soweit hier erledigt. Das heißt, wir können wieder zur Wache fahren. Das ging relativ zügig jetzt mal. Wobei wir natürlich, ich war ja auch schon sozusagen drin in der Aufgabe, damit das Spiel einmal abgestürzt ist und die Aufgabe. So, wir fahren mal von der Arbeit, Autobahn runter. Was ist hier los? Was macht der Häfen? Haben wir einen Unfall gebaut? Ja, da. Zentrale an Norbert Moor 02. Melden Sie sich. Da kontaktieren wir mal die Kollegen, dass sie das machen. Wenn ich an der Wache bin, sage ich denen mal Bescheid, ne? So. Ach, die war. Okay. Zentrale an Adler Moor 01. Achtung, es wurde gemeldet, dass Objekte auf der Fahrbahn sind. A242. Entfernen Sie die Objekte und Sicherheitsgewährleistung. Wow. Ja, jetzt geht's wieder los. Ihr merkt es. Es wird Zeit, dass wir wieder ein kleines Bräuschen machen. Ich glaube, der Kaffee hat nicht ja, wirklich geholfen. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schlafen gehen. So, und wie war das noch? Wir fahren jetzt hier runter, setzen den Blinker. Ich weiß. Bisschen viel ausgeholt. Und dann setzt er uns doch jetzt. Können wir nicht. Ist die nicht hier oder so, die Wache? Warte mal, Thyssen war das doch, ne? Thyssen. Stehen nicht so ganz jetzt, warum er uns nicht zur Wache setzt. Ah, doch. Das passt sogar. Wir haben ja nämlich. Ach, wir müssen natürlich. Moment hier mal. Sag das doch. Ha. Ah. Nicht einfach hier so nach Hause fahren. Ich kacken dreist. Ihr kennt das ja, ne? Parken wir hier. Aussteigen. Licht. Ach, der nächste kommt schon. Alles klar.
Okay, ich soll hier auflassen, wurde mir gerade gesagt. Haben wir erledigt. Wieder 1000 XP von 1000. Das da schaut gut aus, also. Mal was anderes gewesen. Nachtschicht. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Nur, dass mir einmal das Schwert abgestürzt ist. Weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Automapolizei Simulator. Tschüss und bis zum nächsten Mal.